krasseste, was ich FPV-mäßig bisher gemacht habe. Jetzt mal kurz die Location aus, die Rennstrecke, normaler Akku drauf und ich will jetzt mal eine Runde fliegen. Und was ich vor allem auschecken will, ist, habe ich hier überall Funkkontakt. Das Einzige, wo ich sage, das könnte schwierig werden, ist vielleicht da hinten das Stück. Ehrlich gesagt, muss ich jetzt mal schauen, viele Zuschauer hier natürlich, das heißt, die Nervosität steigt und ich will mich jetzt natürlich nicht komplett lang machen. Deswegen jetzt erstmal eine easy Runde. Ein paar Sekunden später. Keine Ahnung, was zur Hölle gerade los ist, aber meine Tango hat irgendwie sich komplett gelöscht. Ich habe überhaupt keine Verbindung. Jetzt muss ich sie auseinanderbauen, um sie neu zu binden. Ah, perfekter Zeitpunkt. Okay, immerhin funktioniert das Ding. Hey, wenn ihr die TBS Tango 2 Pro kennt, könnt ihr mir mal schreiben, ob das normal ist, was ich gemacht habe. Ich habe sie gestern einfach nur geladen. Ich habe die Megahertz umgestellt von 900 irgendwas auf 800. Ja, das war eigentlich so das Einzige, was ich gemacht habe. Aber danach hat sie ja Verbindung gehabt. Das hat ja funktioniert. Egal, wir fliegen jetzt mal eine Runde. Okay, let's go. So, erstmal ein Gefühl kriegen für die mögliche Distanz. Boah, es sieht einfach aus wie im fucking Simulator, Leute. Okay. Hier sieht eigentlich alles gut aus. Ich flieg mal hier über diese Brücke. Ich bin jetzt natürlich noch sehr hoch. Ich check gerade quasi nur einmal Empfang aus. So, aber sie verhält sich gut. Hier hinten bin ich jetzt recht weit weg. Wenn ich jetzt hier mal weiter runter gehe, komme ich in die HD-Warnung. Das ist die einzige Stelle, wo ich das jetzt habe. Jetzt fliege ich mal ein bisschen langsamer. Hier so drüber pumpen. Okay, ich würde sagen, das sieht in Ordnung aus. Jetzt machen wir uns mal einen Überblick, wie hoch wir hier sind. So sieht die Strecke aus, Freunde. Ganz geil, oder? Alter, Autocross-Rallye. Genau. Das ist es. So. Jetzt wart ihr mal live hier beim Erkundungsflug dabei. Ich muss mir noch ein bisschen Mut geben. Ja, ich würde sagen, das war perfekt. Drohne performt. Ich bin wirklich ein bisschen nervös, das ist... Ich habe jetzt auch gar keine Markierungen, was ich mache mit den Akkus, die quasi geflogen sind. Ich mache jetzt einfach hier so ein fettes Tape dran und dann habe ich hier die vollen drin. So, die ersten zwei Testakkus sind hier auch an der Ladung dran. Also, let's go. Das ist jetzt die Jugend und jetzt mache ich einfach mal ohne GoPro, ohne Stabilisierung einfach mal den Chase. Wie man die verfolgen kann. Ich mache jetzt erstmal low. Es ist natürlich crazy, jetzt hier zu was anderes zu sehen, wie ich höre. Auf jeden Fall den Akku nicht aus den Augen verlieren. Okay, wir landen den Akku. Das war jetzt
die Jugendrunde. Jetzt sehe ich schon wieder hinten die fetteren Karren kommen. Ich habe auch die große Sony dabei, 300mm Objektiv. Da machen wir nachher ein paar schöne 4K 120 FPS Aufnahmen. Aber jetzt bin ich gerade so richtig im Flugmodus drin. Ich würde jetzt mal die Hero 11 drauf machen und vorher noch kurz die ND-Filter checken und dann machen wir jetzt mal die erste Runde mit der GoPro. Yes! Okay Leute, jetzt geht's ab, jetzt kommen die richtigen Geräte. Es staubt auch schon wie die Sau. Ihr seid auf der Drohne, es geht jetzt direkt los. Jo Leute, ich habe mich zwar hier beim Fliegen aufgenommen, aber ich war so fokussiert, dass ich die Drohne nicht crashe, dass ich einfach gar nichts gesagt habe. Weil ich habe hier bei den ersten Runden auf jeden Fall feststellen müssen, wie schwierig es dann wirklich ist, mal so einem echten Auto hinterher zu fahren. Weil die sind alle so unterschiedlich schnell. Ich meine, schaut euch den Kollegen hier an, der geht einfach übelst ab. Und dann habt ihr nicht nur unterschiedlich schnelle Autos, sondern vor allem halt auch unterschiedliche Geschwindigkeiten auf der Strecke an sich. Sie beschleunigen, sie bremsen. Und die FPV-Drohne, die ist natürlich in ihren Bewegungen sehr ausladend. Und da muss man halt auch drauf achten, weil gerade am Rand steht wahnsinnig viel Zeug. Da ist mal ein Baum, da sind Zäune, die ragen da rein. Aber ich muss wirklich sagen, das war für mich so krass und was für ein Highlight, mal wirklich echten Autos da auf einer Rennstrecke hinterher zu fahren. Und ihr merkt es jetzt auch, jetzt wird im Video Stück für Stück die Flugperformance auch immer besser. Geile Endnummer, Alter. Boah, ich sehe gerade, der GoPro-Filter ist nicht richtig drauf. Wie war's? Fett, oder? ja, ich check mal die Footage, ob der Filter passt. So, mal Zwischenbilanz. Ich habe jetzt mittlerweile nur noch die AirPods drin, weil es einfach sonst viel zu laut ist. Diese zwei Akkus lade ich jetzt, danach stelle ich den auf Fast Charge. Da hält er einfach die Ladekurve hinten raus etwas höher. Ist jetzt nicht so geil für die Akkus, aber scheiß drauf. Ich muss jetzt gerade diesen Akku noch sparen, weil das ist der letzte, den ich habe. Und die fahren jetzt raus. Und danach fährt quasi hier das Autoteam Schabert, mit dem ich ja heute da bin. Genau, deswegen habe ich jetzt den Akku gespart. Dann machen wir mal so ein paar Chases. Und dann gehen wir mal ins Fahrerlager, schauen uns die Sachen an. Und ich habe noch die große Sony dabei. Das wird muah. Da hinten, da seht ihr quasi diese Kurve. Da hat es oben diese Zäune. Die seht ihr jetzt hier. Die haben hier sogar noch so ein Ding drüber. Das gleiche haben wir hier, dort hat es sogar noch Bäume und da hinten in dem Eck, wo wir immer die Kurve fahren, da gehen die Bäume sogar über die Strecke. Und das ist halt einfach das Problem mit den FPV-Drohnen, dass du ja quasi die Kurve schon so anfliegen musst. Das ist jetzt für mich mal neu und das Krasse ist halt im Simulator, ne? Du gibst halt einfach Vollgas, dann hast du Höhe. Wenn der Akku sich neigt, hast du hier halt nicht mehr so viel Power und allgemein, das ist halt einfach, das ist jetzt die Realität. So, jetzt kommen noch mal diese Bungee-Teile, ich glaube danach kommen erst unsere. Okay, jetzt kommen unsere. Thank you.
werde langsam confident und jetzt auch ja, so richtig rot. Das ist schon krass. Man muss es immer noch ernst nehmen. Entspannt. Geil. Leute, bitte, wie geil ist es? Ey, wir schauen uns kurz die Autos an, komm. Daran habe ich dich orientiert. Die Streifen, das Licht und das. Ist halt robust, aber brutal, oder? Da kriegst du halt ohne Helm sonst alles direkt in die Fresse. Deswegen. Ja. Was würde ich nur ohne die AirPods hier machen? Ich habe gar nicht irgendwie erwartet, dass es so laut ist. Keine Ahnung, frag mich nicht warum. Schau dir mal die Teile an. Wahnsinn. Total. Ich hoffe, der Sound kommt nur ansatzweise rüber, was hier abgeht. Hier, Kollege aus der Schweiz. Weiß nicht, ob ihr das seht, aber der Cut glüht. Alles gut? Brutal. Wir haben jetzt kurz vor 4. Gehen tut's offiziell so bis um 5. Die laden hier schon ein. Und hier ist, ja, der ist glaube ich fertig für heute. Der wird noch laufen gelassen. Und dann seht ihr auf jeden Fall mal hier so ein bisschen näher, wie die abgehen. Alles klar? Mega krass. Aber die sind natürlich gut drauf, voller Adrenalin natürlich. Wenn du damit, ich habe kein Gefühl, 120 Sachen auf diese Kurve dazu warst. Mal wieder eine ganz andere Welt an meine Tesla-Community. Ich würde nicht sagen, dass sowas nicht elektrisch geht. Aber um sowas auf elektrisch zu bauen, da brauchst du ja irgendwie ein Software-Ingenieursteam. Ich meine, so einen Motor einzubauen, ist wahrscheinlich... Aber stellt euch mal vor, so eine Karosse mit einem kleineren 30 kWh Akku und einem Plättenantrieb. Ich glaube, da reicht schon Model 3 Performance Antrieb. Wird bestimmt auch gut gehen. Es wäre deutlich leiser. Wir bräuchten nicht die hier. Das Coole am Autocross ist, egal mit welchem Budget, hier kann wirklich jeder mitmachen. Es gibt einfache Autos und dann geht es Schritt für Schritt weiter bis zu diesen richtig wilden Cross-Buggy-Umbauten. Ja, und bei all diesen Umbauten und Angepassungen geht natürlich auch mal was kaputt. Und ja, ein Auto von unserem Team Schabert, mit dem ich an diesem Tag da war, ist im Laufe des Tages auch in der Kurve einfach ausgegangen. Das ist natürlich mega ärgerlich, denn es gibt halt nicht viele Trainingstage. Und da will man so viel Fahrpraxis sammeln, wie man eben kann. Aber ich denke mal, lieber solche technischen Fehler im Training, wie dann im Live-Rennen, wo du halt einfach nichts mehr machen kannst. Ja, es hat sich im Übrigen dann später auch rausgestellt, dass das wohl ein Problem mit der Kühlung war. Einfach zu beheben, besser im Training wie dann im Rennen. Aber nicht nur wir hatten an diesem Tag Probleme, auch an diesem Cross-Buggy gab es Probleme. Und ich denke, Nicole kann euch am besten erklären, was an ihrem Auto los war. Ich bin jetzt seit Oktober letzten Jahres das erste Mal jetzt wieder im Auto gesessen. Alles in allem war es ein mega gutes Training, hat auch mega viel Spaß gemacht. Aber ja, ich wurde leider einmal abgeschleppt. Ich bin auf eine Kurve zugefahren, habe angebremst, runtergeschalten. Auf einmal hat es einen mega Knall getan. Ich dachte dann, jetzt ist alles kaputt und ich darf Motor, Getriebe, alles mögliche neu kaufen. Danach direkt angehalten. Abschleppdienst selber hat auch gemeint, hört sich leider gar nicht gut an. Es hat mir natürlich nicht wirklich Hoffnung gemacht, dass ich heute nochmal oder an dem Tag nochmal fahren werde. Und das Auto dann draußen abgestellt. Dann habe ich auch meinen Stiefvater geholt und wollte eben wissen, woher der Knall kam. Ich habe gesagt, direkt unter mir eher vorne. Und dann haben wir irgendwie gedacht, dass vielleicht vorne am Getriebe was ist. Haben dann aber festgestellt, dass es die Befestigung der Kardanwelle am vorderen Getriebe abgedreht hat. Und es auch der riesenlaute Knall war. Wir haben das dann repariert. Dafür haben wir ca.
eineinhalb Stunden gebraucht, weil es dann doch nicht so leicht war. Ich konnte danach dann aber noch 3 Turns fahren, die waren auch mega gut. Hatte auch das Gefühl, dass ich das Auto immer besser kennenlerne. Wie es jetzt weitergeht, kann ich noch gar nicht wirklich sagen. Also ich werde dieses Jahr auf jeden Fall ein paar Rennen fahren. Freue mich aber mega darauf und bin gespannt, wo es mich dieses Jahr mit dem Auto dann noch hinbringt. Ihr kennt bestimmt den Film von früher, Fear and Loathing in Las Vegas mit Johnny Depp, wo sie ja in der Wüste in Nevada die Berichterstattung machen über dieses Motorrad-Autorennen. Ja, jetzt beginnt es hier natürlich auch schon mit dieser Stauberei und deswegen machen die beim Autocross was Schlaues. Sie nehmen einfach einen Traktor, packen hinten so einen Wasserwagen dran und tun dann die Strecke befeuchten. War jetzt auch bitter nötig. Es ist Mitte April und es hat irgendwie 26 Grad. Wenn die hier langfahren, da haut's die Steine raus. Also du musst hier einfach echt ein bisschen aufpassen, weil es da überall diese fetten Steine aus dem Boden zieht, wenn der Boden dann irgendwann zu trocken ist. Strecke ist befeuchtet, jetzt geht's ab. Jetzt fahren nochmal unsere Jungs. Ich habe noch 2 Akkus, die fliegen auf jeden Fall noch leer. Spot hier. So sitze ich.
Hey, zum Glück habe ich mich eingecremt heute. Ja, alles ist staubig. Es ist so komplett. Es gibt eine richtige Reinigungsaktion heute, aber es hat sich so gelohnt. So krass. Die haben nochmal ein Training demnächst und sie haben den nächsten Rennen. Also wenn ihr irgendwie im süddeutschen Raum seid, kommt hierher. Das ist wirklich... Ich komme mir vor wie in Amerika damals, wo ich in Portland war nach dem Studium. Da waren wir auch auf so einer Strecke am Atlantik. Es ist einfach so crazy. Ich verlinke alles drunter. Schaut euch mal an. Ich kann es auf jeden Fall mega empfehlen. Es macht brutal viel Laune. Die haben dann Verkaufsstand. Man sitzt hier dann nicht auf dem Trocknen. Es ist alles geil. Das war für mich eine absolute krasse Erfahrung, mal so mit der FPV-Drohne zu fliegen. Simulator ist ja die eine Sache, aber mal diesen Dingern so wirklich hinterher zu fahren, ist eine ganz andere Hausnummer. Das ganze Equipment hat so gut durchgehalten heute. Das war einfach nur krass. Lasst dem Video auf jeden Fall einen Daumen nach oben da und checkt auch auf jeden Fall mal diese Playlist aus. Da ist all mein Drohnen-Stuff. Ich danke euch, bis bald und ciao.